Lars, analog arbeitender Provinzbibliothekar, der kurz vor seiner Frühpensionierung steht und die Vorlasskisten der Tiroler Dichterinnen und Dichter auspackt und mit weißen Handschuhen begutachtet. Claudia, digital arbeitende Postgraduate-Bachelorin, die vor lauter Studien nicht mehr weiß, was sie eigentlich studiert hat und diverse Daten mit der Maus und durch Wischen in die Cloud verschickt. Hanna, Maturantin des Spindeleggerschen Humangymnasiums, die mit dem Sackroller täglich die Vorlasskisten in die Verpuffungszone schiebt. Ich war die erste Leiheigenmutter Tirols. Mein Mann hat sich mich ausgeborgt. Und von diesen Kindern kannst du dir auch nichts kaufen, weil die irgendwo in der Cloud herumschwirren mit ihren Nachrichten, die du nicht öffnen kannst, weil sie in einem falschen Format gesendet wurden. In der Provinz gibt es nur Tiere und Wichsen. Alles andere ist kein Sex. Wie geht's? Sind alle nass im Schritt? Ich habe frischen Felix mitgebracht. Seit Tagen habe ich so schweren Kot, dass ich immer in den Keller muss. Weil er sonst durchschlüge vom 10. Stock auf den Gehsteig. Mein Kot ist kein Vorlass. Er ist schwer und geeicht für Jahrhunderte. Die Beichte von hinten. Piep. Die Missionarsstellung nach Wolf Haas. Piep. Der Hinsi-Hantiseer. Der Hinsi-Hantiseer. Piep. Aber beim Wichsen hat uns nie jemand reingeredet. Ob mit oder ohne Kutte, es geht immer wortlos vonstatten. Seit ich meine Genitalien für die Reproduktion der Menschheit verwendet habe, sind sie zu nichts mehr zu gebrauchen. Geil, geil, geil! Wenn die Männer pfeifen, dann wollen sie eine Erektion verbergen. Ich habe mir eine neue Erektions-App heruntergeladen. Ich habe meine Eier in der Zukunft gespeichert. Die haben unten einen Gletscher abgestellt. Wir sollen ihn archivieren. Ficken? Nun auch mit Karte. Ich bin eine Zeit lang fernsexuell gewesen.